Ich versuche aus allem, was mir in den Sinn kommt, ein Musikinstrument zu bauen. Was ihr hier seht, sind 28 Stunden Misserfolge und Verbesserungen. Zunächst einmal würde ich mich als Musiker beschreiben, denn mein ganzes Leben war bisher von Musik geprägt. Ich habe schon als Kind gerne gebastelt, mit Legosteinen zum Beispiel. Außerdem liebe ich die Musik. Das habe ich dann kombiniert und festgestellt, dass diese Art der Kunst für jedermann zugänglich ist. Das ist so ähnlich wie meine vorherigen Projekte. Aus etwas, das eigentlich nicht dazu bestimmt ist, ein Musikinstrument zu werden, baue ich ein Musikinstrument. Das hier ist noch in Arbeit. Der Glas, Splitter, Messer, Schlagbohrer 3000. Das klingt wie... Das ist eine Oktave. All diese Noten werden von den Gläsern erzeugt. Ich werde dabei kein Glas selbst anschlagen, das erledigt der Bohrer mit Hilfe einer Gabel. Hier bin ich dabei, dem Bohrschrauber zu ermöglichen, mit anderen zu kommunizieren. Ein sprechender Bohrer, der so verändert wird, dass er über das Netzwerk kommunizieren kann. Kinder, denkt immer daran, euch die Zähne zu putzen. Das Gehäuse des Bohrers muss wieder montiert werden, denn niemand tritt gerne nackt auf. Außer vielleicht Nackttänzer. Jetzt kommt die Nocke drauf, sehr hübsch, wunderbar. Ich weiß nicht so recht weiter, denn die Gläser klingen einfach bescheuert. Irgendwie klingt das völlig daneben. Ich muss noch ein bisschen dran arbeiten, denn mein Plan ist ins Wasser gefallen. Ich muss es wissen. Was soll ich als nächstes tun? Furbischer Rat, sagt mir, Furbies, was soll ich tun? Ja, das ist der Durchbruch. Jetzt wird statt einem organisch-akustischen Sound jeder einzelne Bohrer mit einem Mikro ausgestattet. Ich gehe nun zum Plan B über. Indem ich das Ganze so einrichte, dass es mehr nach Funk klingt, wie bei einem Drumcomputer. Es wird wie eine Klangkulisse von Robotern klingen. Ich brauche ein Mikrofon auf jeder Bohrschraubmaschine und jede wird einen anderen Klang haben. Dazu verwende ich diesen Beatstep Pro zum Spielen. Mann, das brennt! Jedes Mal. Ihr könnt mich sogar durch den hier sprechen hören. Cooler Sound. Nachdem der erste Plan nicht so ganz verlief, wie er sollte, haben wir hier nun Plan B, genannt Bora Bora Maschine. Bringen wir sie zum Rotieren. Ich bin sehr glücklich über meinen heutigen Erfolg. Noch gestern Morgen hatte ich keine Ahnung, was zu tun war. Dieses Projekt war eine große Herausforderung für einen so kurzen Zeitraum. Ich freue mich, dass ich am Ende etwas erreicht habe, das so funktioniert wie geplant, nämlich als Musikinstrument. Wenn man in der Lage ist, Geräte selbst zu bauen, kann man auch andere Geräte reparieren. So kann ich das Material immer neu verwerten und etwas Neues daraus machen. Das Ergebnis muss nicht unbedingt perfekt sein, aber man sollte es wiederverwenden können.